Hallo, hier ist Skylabs mit der Berichtigung eines kleinen Fehlers im zweiten Kapitel. Wir haben uns bei der Frage, was sind Variablen, etwas mit den Datentypen vertan. Deshalb ist hier noch meine Liste mit den richtigen Datentypen. Einmal haben wir die Ganzzahlen, das sind Byte, Short, Int und Long. Byte akzeptiert am wenigsten Zahlenstellen und Long akzeptiert am meisten, wie der Name auch schon sagt. Wir werden in den nachfolgenden Tutorials allerdings meistens auf den Datentyp Int zurückgreifen, da er die optimale Größe hat und nicht allzu viel Speicherplatz wegnimmt. Dann zu den Zahlen mit Nachkommastellen, da gibt es einmal den Datentyp Float, der akzeptiert 8 Nachkommastellen und dann gibt es den Datentyp Double, der, wie der Name schon sagt, doppelt so viele, also 16 Nachkommastellen akzeptiert.